Die Ulmer Eisenbahnfreunde feiern Geburtstag. Feierlich wird die Festgesellschaft in Gerstetten auf der Schwäbischen Alb empfangen. Auch Hagen von Ortloff, Politiker und viele langjährige Mitglieder und Unterstützer sind mit von der Partie. Dampflok 75-11-18 war zum Festwochenende nicht alleine. Die idyllische Alb war Ziel mehrerer Zubringerzüge, zum Beispiel aus Karlsruhe. In Geislingen endet der Anstieg aus dem Vilstal und mündet in der legendären Geislinger Steige, hinauf nach Amstetten auf der Schwäbischen Alb. Anlass des Festes ist klar, es ist 50 Jahre Ulmer Eisenbahnfreunde, 50 plus ein Jahre. Wir konnten wegen Corona ja im Prinzip im letzten Jahr nicht richtig feiern, einfach weil ja Größenbeschränkungen für Festveranstaltungen und so weiter bestanden haben. Also haben wir uns entschieden zu verschieben, in den Sommer zu verschieben, möglichst um Corona aus dem Weg zu gehen. So wurde der Bahnhof Amstetten im Juli 2022 Dreh- und Angelpunkt. Frühmorgens begann der Aufbau, auch für die Getränkeversorgung von Mensch und Maschine. Die Festlichkeit war rund 50 Jahre UEF und dann haben wir die 58311 und die 75118, die beide auch im Jahr 2021 schon ihren 100-jährigen Geburtstag feiern konnten. Das haben wir mit einer schönen Fahrt im Schwarzwald, denke ich, sehr, sehr ordentlich zelebriert. Sollte heute auch nochmal nachgefeiert werden, hat nicht ganz geklappt. Die 58 ist letzte Woche aus der Fahrwerkshauptuntersuchung gekommen. Da war bei Test- und Einstellfahrten alles in Ordnung. Leider hat es dann bei der Überführung nach Ettlingen einen Lagerschaden gegeben, der jetzt nicht auf die Schnelle behoben werden konnten. Und die Jungs in der Werkstatt schaffen noch heute am Fest wieder, können gar nicht dabei sein. Ja, ist total traurig. An der Stelle herzlichen Dank an die Jungs, die da die letzten Wochen alles gegeben haben. Wir sind gefahren mit der 23058 von der Eurovapor. Und die war mit dem Steigenblitz zwischen Geislingen und Amstetten unterwegs. Und so das Objekt der Begierde. Die den Zubringerzug aus Karlsruhe auch gebracht hat, dann fährt die E94088 von der EZW, die V100.019 von den Ulmer Eisenbahnfreunden, dann die beiden lokalen Größen, die 75118 bei der Lokalbahn und die 99-7203 mit ihrer kräftigen Aussprache bei der Schmalspurbahn auf dem Alpbähnle. Das ist das, was hier fährt. Eine 01 war leider nicht dabei. Die Fraktion der Schnellzug-Dampflokomotiven vertrat die Nördlinger S36. Sie kam mit einem Sonderzug aus Bayern. Zubringerzüge, Pendelfahrten und abwechslungsreicher Planverkehr. Die Geislinger Steige wurde von hunderten Eisenbahnfreunden bevölkert. Ja, Zuspruch heute war jetzt über Tag auch sehr gut. Die ganzen Zubringerfahrten hätten etwas voller sein können. Ja, da haben wir schon ein Thema, der Zug mit der 41er musste abgesagt werden. Auch der Zug von den Freunden von der Zollernbahn konnte am Ende nicht kommen, weil die Buchungen nicht gereicht haben. Ich denke, das spricht im Moment das 9-Euro-Ticket vielleicht auch so ein bisschen dagegen. Ja, das ist natürlich konkurrenzlos günstig und so günstig können wir nicht fahren. Da erhalten wir keine Dampflok und kein historisches Fahrzeug. Das Fest hat eines gezeigt. Es geht noch. Und es gibt auch eine Zukunft und eine nachfolgende Generation, die der Faszination Dampflok bereits verfallen ist. Also auf die nächsten 50 Jahre.